Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und heute werden wir zusammen ein paar Tests machen. Das heißt, eigentlich ist das Video richtig cool, weil ihr alles mitmachen könnt und das so richtig interaktiv ist. Deswegen, ihr müsst mitmachen und müsst ihr immer alles haargenau in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so aussieht. Und zwar werden wir nämlich heute testen, wie gut unsere Augen sind, beziehungsweise, das wäre ja eigentlich langweilig, wie viele Farben wir sehen können, ob wir alle Farben sehen können, ob wir alle die gleichen Farben sehen können. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig geiles Thema. Und ungefähr vor einem Jahr, ich glaube, das hat jeder mitbekommen, gab es mal so ein Skandalfoto oder so. Ich setze mich jetzt mal generell hier rüber auf die Seite, weil ich werde euch gleich viel Stuff hier einblenden. Und zwar geht es um dieses Foto hier, dieses Kleid, was manche irgendwie braun-blau und manche gold-weiß oder so gesehen haben. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was ihr seht oder was ihr gesehen habt. Und genau um dieses Thema wird es sich heute drehen. Bevor wir anfangen mit diesem Test, habe ich noch so ein Bild für euch. Ich nummeriere die jetzt durch. Das war Bild Nummer 1, damit ihr alle mitmachen könnt und wir uns in den Kommentaren austauschen können. So, Bild Nummer 2. Schon richtig krass. Julian sieht was ganz anderes als ich und mich fasziniert das so sehr. Dieses Bild, darauf steht, ist diese Farbe eher grau, grün oder blau? Schreibt es bitte in die Kommentare. Julian sieht zum Beispiel grau und ich sehe zu 100% grün. Dieses Bild hier, die Hand hat so eine kleine Tablette in der Hand und welche Farbe hat für euch die Tablette? Für mich hat die Tablette auf der gelben Seite, ist die grau. Und auf der blauen Seite ist die braun. Beide einfach grau. Nein, die sehen voll unterschiedlich aus. Ja, das war jetzt Nummer 3. Jetzt kommen wir zu Bild Nummer 4. Und zwar ist das fast das gleiche wie dieses Kleid. Diese Flipflops hier, das ist definitiv braun-blau für mich. Wenn ihr selbst mal durch die Kommentare gleitet, dann werdet ihr auch sehen, was die anderen dazu jeweils geschrieben haben. Und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr eher so der Außenseiter seid, der alles anders sieht. Oder vielleicht seht ihr ja auch alle das Gleiche und dieses Video ist einfach völlig sinnlos, weil alle das Gleiche sehen. Also der erste Test lautet, kannst du wirklich alle Farben sehen? Und zwar soll man immer auf die Farbe klicken, die für einen unterschiedlich aussieht. Die ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, die einfach von den anderen Farben sich in irgendeiner Art und Weise absetzt. So, bei dem ersten, das sind alles Blautöne und für mich ganz klar das vorletzte ist auf jeden Fall ein bisschen heller, oder? Dann das nächste sind Grüntöne. Auf jeden Fall auch das vorletzte ist die dunkelste, also beziehungsweise ist das einzige, was dunkler ist. Okay, das finde ich einfach, weil das ist das mittlere zu 100%, das ist das einzige, was heller ist. Ach du Scheiße. Boah, ich sehe überhaupt gar keinen Unterschied. Also wenn, dann würde ich sagen, das ganz linke, also beziehungsweise das allererste, wirkt ein bisschen dunkler. Die verbleibenden Farben sind schwieriger. Sorgfältiges Beobachten ist zu empfehlen. Die Grautöne, ohne Witz, schreibt mir in die Kommentare, was ihr wollt. Ich sehe keinen Unterschied. Ganz klar. Das vorletzte ist heller. Mhm. Also ich sag, das mittlere ist am dunkelsten. Das ist so schwer. Ich würde jetzt spontan sagen, das allererste ist am hellsten. Ich sag, das allerletzte ist am dunkelsten. Okay, das vorletzte ist am hellsten, das war richtig einfach. Also, wenn ich das jetzt ganz weit weg halte, würde ich sagen, das vorletzte ist am hellsten. Da würde ich sagen, das vorletzte ist am dunkelsten oder am knalligsten. Das, mit dem Gelb würde ich sagen, das mittlere ist heller. Boah, ich komme mir gerade so dumm vor, dass ich einfach diese Farbe nicht erkennen kann. Jetzt ganz klar, das vorletzte ist das dunkelste. Das zweite ist heller. Boah, ich bin so gespannt, was ich alles falsch habe. Und jetzt das vorletzte ist heller. So, das war's. Ich klicke drauf und jetzt sehe ich mein Ergebnis. Oh, ich bin ein Adlerauge. Wahnsinn, du hast alles korrekt beantwortet. Dann hattest du das eine falsch, ne? Weil ich habe das ausgewählt, was ich gesagt habe. Du hast ein eindrucksvolles Sehvermögen. Du hast die Fähigkeiten, die kleinsten Nuancen und Details zu sehen und dir entgeht einfach nichts. Herzlichen Glückwunsch. Also wenn man das nicht mal gerne liest. Abgescreenshottet? Ja klar, muss ich auch einblenden. Achso, ich dachte so ego-mäßig abgescreenshottet. Ich hoffe, was würde ich jetzt an alle meine WhatsApp-Kontakte einfach so senden. Also an zwei. Das ist richtig lustig, ne? Wie viele Farben kannst du sehen? Welche der folgenden Farben ist grün? Ja, die wollen mich doch komplett verarschen. Lila, orange und grün. Sagen die, welche Farbe ist grün? Als ob ich so völlig gestört wäre.
Welche der folgenden Farben ist Silber? Ja, was wird jetzt als Silber? Das sind drei Grautöne. Was ist denn jetzt für die Silber? Ich würde sagen, das oben links. Welche der folgenden Farben ist Gelb? Das sind aber auch so, weißt du, beides oben könnte jetzt gelb sein. Klar, das eine sieht eher so orange aus. Das ist alles kein Gelb. Das macht ihr für Scheiß-Tests? Welche der folgenden Farben ist orange? Hä, das ist wieder so richtig assi. Ich würde oben links sagen. Ja, okay, aber... Welche der folgenden Farben ist rot? Das eine ist eher orange-rot, das andere ist eher braun-rot. Die haben ja wohl einen Knall an der Birne. Das ist wirklich total scheiße. Ja, okay, ich nehme die dunkle Farbe, weil die andere habe ich eben als orange abgestempelt. Welche der folgenden Farben ist violett? Oben rechts, ganz klar. Wie viele Farben kannst du sehen? Achso, nee, das war die Überschrift vom Test. Welche der folgenden Farben ist pink? Oben links. So, welche der folgenden Farben ist weiß? Weiß. Welche der folgenden Farben ist weiß? Ja, das Schwarz ist weiß. Welche der folgenden Farben ist braun? Oben links. Dein Ergebnis wird berechnet. Rat mal, wie viele Farben ich sehen kann. Alle. Ja, was heißt alle? 3 von 5. 1.020.546 Farben. Es scheint so, als können deine Augen über 1 Million Farben unterscheiden. Das hat nichts damit zu tun, ob man eine Brille benötigt oder nicht. Du siehst die Welt in ihrer gesamten farbenfrohen Vielfalt. Nein, die Welt ist nicht schwarz oder weiß. Sie ist auch nicht grau. Sie ist kunterbunt. Jetzt, bist du jetzt gut in dem Test oder schlecht? Tja, ich glaube, ich bin gut, oder? Ja, nur weil da 1 Million Farben steht. Vielleicht sieht der normale Mensch 1 Milliarde Farben. Ja gut, aber da steht doch, du siehst die Welt in ihrer gesamten farbenfrohen Vielfalt. Leute, ich schneide hier ab, als ob ich so ein Adlerauge wäre. Ich habe gedacht, ich falle richtig hart durch. Eben haben wir einen Test gemacht, den mache ich jetzt gleich auch mit euch. Und das Höchste, was man erreichen konnte, war 38 Farben zu sehen. Schlauberger Julian macht den Test und sagt einfach, ich kann aber 39 Farben sehen. Ne? So viel dazu. Dann, okay, wenn ich jetzt eh schon darüber geredet habe, das ist eigentlich nur ein Bild und ich blende euch das Bild jetzt komplett hier ein. Und zwar seht ihr senkrechte Farbbalken. Die müssen nicht unbedingt alle gleich breit sein, aber ihr solltet klare Unterschiede in diesen Farbbalken sehen mit verschiedenen Farbnuancen. Und ihr müsst jetzt einfach mal zählen, wie viele verschiedene Farbbalken ihr sehen könnt. Ich gebe euch 10 Sekunden. Okay, also so, Zeit ist abgelaufen, ich habe keine Geduld mehr. Julian hat ja angeblich 39 gesehen und ich habe 33 gesehen. Okay, also, wenn ihr weniger als 20 Farben gesehen habt, seid ihr ein Dichromat. Das bedeutet, ihr habt irgendwie nur so 2 Farbzapfen in euren Augen und ihr könnt leider nicht so viele Farben oder Farbnuancen wahrnehmen wie andere Menschen. Und dann wie traurig, wenn jetzt jemand nur so 4 Farben gesehen hat. Das tut mir leid, das tut mir auch wirklich. Das ist echt ein gemeiner Test. Vor allem, weil ich doch so äußerst gut abgeschlossen habe. So der Sven, mega glücklich, 25 Jahre, steht mit 2 Füßen im Leben, sieht nur 2 Farben, ist jetzt voll traurig. Ja, das bedeutet, wenn ihr das habt, bedeutet das, ihr habt eine Schwäche, Grün- und Rot-Nuancen zu unterscheiden und da viele verschiedene Nuancen zu erkennen. So, dann geht's weiter. Und zwar haben wir als zweite Form, wenn ihr 20 bis 30 Farben gesehen habt, seid ihr ein Dichromat. Das heißt, ihr habt 3 Farbzapfen in eurem Auge oder wie sich das auch immer nennt. Allerdings sind eure Probleme die Gelbtöne. Da könnt ihr nicht so gut zwischen den einzelnen Nuancen unterscheiden und habt wahrscheinlich einen fetten Gelbbalken eben gesehen. Das dritte ist, wenn ihr mehr als 30 Farben gesehen habt, so wie ich zum Beispiel, ich habe 33 Farben gesehen, dann seid ihr ein Tetrachromat. Das bedeutet, ihr habt 4 Zapfen in euren Augen oder was das auch immer ist und könnt alle Farben, vor allem auch die Blautöne, die für manche sehr schwer sind, unter den einzelnen Nuancen unterscheiden. Du bist ein Farbenautomat. Tetrachromat. Okay, jetzt twitter ich jetzt gleich, dass ich ein Tetrachromat bin. Okay, mach das. So Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich finde so interaktive Videos, wo halt jeder irgendwie mitmachen kann, richtig cool. Deswegen, hoffentlich wart ihr fleißig, schreibt mir alles in die Kommentare und ich werde da auf jeden Fall ein bisschen mich durchlesen und ihr könnt euch natürlich auch durchlesen und gucken, was die anderen so sehen und ob jemand es genauso sieht wie ihr und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben. Dann vergesst auf keinen Fall bei Julians neuem Video vorbeizugucken. Das verlinke ich euch hier am Ende und auch über den Link in der Infobox.
Was er dreht, wissen wir beide gerade noch nicht. Deswegen wird es ein Überraschungsvideo. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und sonst hoffentlich bis zu meinem nächsten Video am Donnerstag um 14 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Ich habe euch ganz doll lieb und bis dann. Tschüss.